Das hatte er sich anders vorgestellt. José Mourinho ist enttäuscht nach einer allzu sorglosen Leistung gegen Paris Saint-Germain. Chelsea versuchte, ein 1:1 über die Zeit zu bringen, wurde dafür bestraft und ist im Rückspiel in einer Woche unter Druck. Wir haben 1:3 verloren, also was sollen wir tun? Verteidigen nach einem 1:3? Einfach. Schwierig war es, nachdem wir 1:1 gegen Galatasaray gespielt hatten. Denn zu Hause konnten wir wählen, ob wir angreifen, versuchen zu treffen, das Spiel kontrollieren oder defensiv stehen. Das kann für Unsicherheit sorgen. Aber nach einem 1:3 gibt es keine unterschiedlichen Ansätze. Wir müssen 2:0, 3:1 oder 4:1 gewinnen. Anders geht es nicht. Mourinho selbst schuld, seine Mannschaft viel zu passiv, das Rückspiel ein Kraftakt, zumal die Blues gezwungen sind, das Spiel zu machen. Nicht die Kernkompetenz der Londoner, die sich noch lange nicht geschlagen geben. Ich glaube nicht, dass Paris glaubt, es sei schon entschieden. Das glaube ich nicht. Paris wähnt sich in einer guten Position, aber ich denke, auch sie wissen, es ist noch nicht vorbei. Immerhin einen Vorteil haben Schürrle und Co. Mit Zlatan Ibrahimovic fällt der beste Torschütze der Franzosen höchstwahrscheinlich mit einer Oberschenkelverletzung aus. Schwierig wird es trotzdem.